Was geht, liebe Mithumans, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Gothic Let's Plays hier auf unserem Kanal. Okay. Wollt nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Haben wir heute wieder so einen Tag, an dem wir ziemlich lange auf die Dialoge warten. Ist okay. Na, bin eh noch ein bisschen durch von der Arbeit. Können wir es ruhig ein bisschen langsamer angehen hier. Ja. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Okay. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein. Wenn du es trotzdem versuchen solltest, muss ich dich töten. Ganz schön harsch. Okay, wir kommen erstmal nicht zu Lord Hagen rein. Das heißt, wir müssen irgendwie einen alternativen Weg finden oder irgendwas machen, damit wir da reinkommen, ne? Eins von beidem wird wohl der Fall sein, denke ich mal. Wir können allerdings erstmal auch 1000 andere Dinge machen. Ich hätte nämlich einige Ideen, so ist es nicht, ne? Haben einiges zu tun. Ich habe gerade eben mal getestet, zwecks Steuerung umschalten, aber ich habe heute leider wieder nicht allzu viel Zeit, was ich hasse. Aber es ist, wie es ist, da kann man leider nichts machen. Wo ist eigentlich die Musik? Haben wir Musik? Haben wir keine Musik? Wir haben irgendwie keine Musik, oder? In Gothic, warum? Oh! Na also, bin ich gerade schon gewundert hier, ne? Herr Gärtner. Hey! Was machst du hier? Was glaubst du, Ich bin Gärtner, ich kümmere mich um den Garten. Du bist hier ziemlich alleine, was? Ja, und das soll auch so bleiben. Ich bin froh, dass ich hier meine Ruhe habe. Damals, da habe ich einen Kerl umgelegt und sie wollten mich in die Strafkolonie bringen. Aber Larius, der Statthalter, brauchte noch einen Gärtner. Und deshalb konnte ich hier bleiben. Dieser Garten ist mit der Zeit mein Zuhause geworden. Und ich bin zufrieden damit. Ja? Baust du auch Pflanzen an? Ist eine gute Frage hier, ne? Also, ein Grund, weshalb ich nachher nicht ganz so viel Zeit habe, ist, also um nochmal eine Episode aufzunehmen, ist, weil ich morgen wieder arbeiten muss und heute Abend dringend noch ein bisschen auf meinem Balkon gärtnern will, ne? Ich habe nochmal ein bisschen Lavendel rangeholt. Ich werde mal ein paar Updates in Discord reinstellen und ich glaube, ich mache mal einen Pflanzen-Channel auf. Sehe längst überfällig, wie ich behaupten würde. Noch kurz. Machen wir jetzt erstmal hier, ne? Brauchst du auch Pflanzen an? Wenig. Ich habe Feuerkraut und Feuernesseln angebaut. Habe auch mal Sumpfkraut probiert, aber das wächst hier nur mäßig. Naja, ich habe gerade geerntet. Also, wenn du was kaufen willst? Ja, komm. Zeig mir deine Ware. Was hat das denn so? Feuernesseln und Feuerkraut. Wir haben halt ein Gold, ne? Sieht gerade schlecht aus. Aber cool. Ich dachte eher, du hast vielleicht so einen Tipp, wie ich da reinkomme. Ne? So einen kleinen Gärtner-Tipp oder so. Man kennt's ja. Genau, ja. Also das ist so ein bisschen die Sache. Ich habe das mit der Steuerung versucht, allerdings, na, ich muss da nochmal gucken. Also, ja, ihr seht schon, es sind ein paar wilde Sachen geschehen. Wir nehmen das jetzt so an. Wie gesagt, ich habe leider nicht sonderlich viel Zeit heute. Es ist ein bisschen sad, aber dafür habe ich mir die Woche so eingerichtet und geplant, dass ich am Sonntag den ganzen Tag Zeit für Gothic habe. Da werde ich richtig viele Episoden aufnehmen, davor ein bisschen testen, wie ich das mit der Steuerung machen kann. Und wisst ihr, was ich jetzt behaupten würde? Wir chillen erstmal, was die Oberstadt betrifft. Ich habe nämlich super viele Ideen, ne? Und zwar will ich erstmal nochmal zu der Bar. Denn jetzt ist gerade Nacht. Wo kann man mal gucken, wie viel Uhr? Ja, hier 21 Uhr, das ist perfekt. Wir rennen jetzt des Nachts los, ne? Gehen in die Bar. Obwohl, eigentlich ist das ja blöd. In der Bar ist ja abends eher viel los, oder? Dann müsst ihr da vielleicht eher morgens hin. Naja, wir werden das sehen. Wir gehen auf jeden Fall durchs andere Tor raus, ne? Durchs Osttor ist das, ne? Kommt zunehmend ein bisschen besser klar, habe ich das Gefühl. Ja. Und dann gucken wir uns die Geschichte mal an. Die Person, die ich finden soll in Bezug auf den Aquamarinring, da bin ich anscheinend astrein dran vorbeigelatscht, weil ich mit jedem geredet habe, außer mit dieser Person. Ich hatte das nicht. Ist hier irgendwas Aufregendes passiert? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn ihr... Ja, da weiß ich ja schon Bescheid. Okay, er war es auch nicht. Vielleicht habe ich mal schon mit ihm geredet. Brian. Alter, Haudegen. Was erzählst du so? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Das darfst du keinem erzählen. Wir können nur abwarten. Sollen wir da mal welche kaufen? Und es wird noch viel schlimmer. Kann ich einfach so schmieden? Die Probleme habe ich kommen sehen.
Ja, kommt, Leute, wisst ihr, das ist jetzt sicherlich so eine Sache, wo man sagen kann, Alter P, na, wie kann man nur sein Geld so verschwenden oder so, aber ich, Leute, was soll ich sagen, na, ich will halt erfahren, ob da was geht. Wir haben ja genug Fackeln hier, kriegst du ein paar Fackeln und ich nehme deine beiden Rohlinge und dann gucken wir mal, was wir daraus basteln können oder so, ne? Vielleicht können wir eine dope Klinge raushauen. Vielleicht rentiert sich das ja sogar und wir machen ein bisschen Gewinn, wer weiß. Ich glaube da nicht dran. Bartok, mit dir habe ich auch geredet. So, ist sonst noch hier drin jemand, mit dem wir reden könnten? Bürger, und wer bist du? Valentino. Bist du der Dude für die Ablöse? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Hast du mir noch was zu sagen? Alles, was du wissen musst, habe ich dir gesagt. Der Rest liegt... Okay. Ja, dann bringen wir dem irgendwann mal Manieren bei, aber das hat jetzt noch Zeit, denke ich mal. Okay. Sag mir nicht, dass du das na dann, nicht hast. Ja, weiß ich es nach wie vor nicht. Wir werden die Person schon noch finden. Da bin ich guter Dinge. Früher oder später. Kantor ist der fahrende Händler. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden, jegliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Jeder Bewohner von Korinis, der sich eines Verbrechens schuldig macht, hat sich umgehend bei Lord André zu melden. Naja, wie dem auch sei. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Taverne und gucken, ob wir da mal in der Truhe die Geschichten substituieren können. Na, wir wollen das schön austauschen. Da ist irgendwie, was war da drin? Der mischt dann immer was Krankes ins Getränk und wir tauschen das durch Wasser aus. Dann reden wir nochmal mit dem Dude auf Arkils Hof, war das, oder? Dann wurde mir zugetragen, dass man mit den Leuten, mit den beiden Dudes, ich glaube, die waren auch auf Arkils Hof, oder? Die so ein bisschen erzählen, ey, ich und mein Bruder, wir kämpfen so gegen die, Feldratten, die da plündern und so. Wie heißen sie? Feldräuber. Feldrattlinge, wisst Bescheid. Und man kann anscheinend zwischen denen so ein bisschen vermitteln. Das werden wir auf jeden Fall noch tun, gar keine Frage. Und dann habe ich mir überlegt, in dem Zuge, Cavalon hat uns ja gesagt, ey, geh doch in die Stadt, mach das und das, ne? Safe können wir zu Cavalon zurück und sagen, ey, Cavalon, wir haben das gemacht. Und er sagt dann irgendwas, oder? Das könnte man auch mal noch testen. Und was Ähnliches könnten wir dann auch noch mit Xardas probieren. Zumal wir da dann auch noch rausfinden könnten, ob Xardas gerade irgendwie sauer auf uns ist, weil wir Leuten gesagt haben, dass wir von Xardas geschickt wurden. Obwohl das ja niemand wissen sollte. Ne? Also wir haben ja schon, ich glaube, 2 oder 3 Leuten irgendwas von Xardas erzählt. Ja, dann wäre halt die Frage, wie reagiert da unser Homeboy Xardi drauf, ne? Ja, wir werden sehen. Also das habe ich auf jeden Fall auch noch vor. Dann, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, genau. Ja, aber das war's soweit. Das war's erstmal, würde ich behaupten. Die Banditen da oben würde ich super gerne klären, aber ich glaube, da sind wir gerade einfach noch zu wack dafür. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da irgendwann mal so den ersten Flächenzauber oder so. Einfach mal reinkleistern, wisst ihr, wie ich meine? Da hätte ich extrem Bock drauf. Generell noch so ein paar Orte cleanen. Zum Beispiel, wenn man beim Osttor direkt rechts geht, da waren ja auch nochmal richtig viele Feldräuber unterwegs. Ihr wisst, wie ich meine, da, wo ich die immer wieder mal probiert habe und so ein bisschen getestet habe, wie man die bekämpft. Und da würde ich deswegen auch gerne nochmal hin. Ich glaube, wenn ich es hinkriege, würde ich dafür sorgen, dass diese Episode heute ungefähr da irgendwo in der Nähe Korinis endet, denn ich glaube, dort gegen diese Feldviecher eine potenzielle neue Steuerung zu testen, wäre gar keine schlechte Idee. Na, es wurde mir gesagt hier, dass es eine andere Steuerung gibt. Und ich habe hier unten die Standardeinstellung und die alternative Steuerung. Die schenken sich meiner Meinung nach aber nicht sonderlich viel und ich finde die beide eher unintuitiv. Na, bei dieser anderen Steuerung, von denen in den Kommentaren gerne geredet wird, wo bekomme ich die denn her? Oder richtet ihr euch die einfach selbst ein? Weil dann würde ich das halt vielleicht einfach mal machen. Sag mal, wie soll ich hier bitte einfach an die Kiste? Ich werde mich da nicht einmischen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich meine, hier kann ich doch gerade nichts tun, oder? Er geht, das ist ja schon mal gut, aber ich kann jetzt ja hier nicht einfach an die Truhe ran, oder? Die rasten doch da safe aus. Na komm, wir speichern mal und gucken mal, ob die ausrasten oder nicht. Alter, meine Leertaste klappt wieder. Ich liebe mein das Leben so. Mehr, ja. Also na, ich habe wieder eine funktionierende Leertaste. Das wollte ich damit sagen. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich darf das einfach nehmen? Hä? Das ist eine schlimme Sache. Okay, und dafür kriegst du Wasser. Wie war das?
So, und Wasser war diese bläuliche, weißliche Flasche, genau hier. Das da war doch Wasser, oder? Packen wir mal 5 rein. Ich glaube, 3 waren es, die wir reinpacken sollten, oder? Weiß ich nicht mehr genau. Das interessiert mich nicht. So, okay. Und warum stört dich das nicht, Orlan? Ist doch noch nicht draufgekommen. Das juckt dich null. Bilde ich mir das nur ein oder starrst du meinen Ring an? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ich bin ganz deiner Meinung. Das will auch keiner mehr hören. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, ne? Er hat auf die falschen Leute gehört. Und zwar auch ein Tipp, der mir neulich in den Comments kam. Sicher gut gemeint. Das ist doch lange bekannt. Ich will nicht schon wieder rumpimmeln, aber vielleicht ein klitzekleiner Spoiler. Aber es war wirklich gut gemeint, ne? Und es war naheliegend und ich bin noch nicht drauf gekommen. Ich wäre gerne noch selbst drauf gekommen, aber ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht drüber nachgedacht. Ich hatte ja mal gesagt, wenn wir unterwegs sind, ziehen wir ihn aus. Ich wundere mich. Weil wir ziehen dann einen anderen an, einen, der uns irgendwie im Kampf mehr bringt. Und wir suchen ja gerade aktuell nach jemandem in der Stadt, der irgendwie auf diesen Ring anspringt, oder? Das war doch das Ding. Ja, aber dass natürlich außerhalb auch noch Leute zum Ring des Wassers gehören, klar kann sein. Plus, besagter Dude hier hat eine geisteskranke Axt auf dem Rücken, ne? Das sehe ich von hier. Und entsprechend ist der hier natürlich, ne? Allerdings würde jemand vom Ring des Wassers sagen, Mann, ich gehöre zum Ring des Wassers. Ich glaub's eher nicht. Da geht man, na, die halten sich ja bedeckt. Das ist ein geheimes Organ. Da, ne, das hängt man nicht an die anderes Bescheid. Es ist ein Aquamarin. Schon mal einen gesehen? Ja, das habe ich. Willkommen im Hauptquartier, Bruder des Rings. Was kann ich für dich tun? Ist doch wahr. Ja, okay, ansonsten kennen wir ja alles, oder? Aber es gab EP. Stark, okay. Dann hat sich schon mal gelohnt, diesen Ring anzuhaben. Dann würde ich behaupten, wir gehen jetzt zu Akils Hof zurück. Sagen wir mal, Akil, wir haben da Wasser in die Truhe gepackt. Du kannst ja jetzt nochmal versuchen, gegen den zu trinken und wir wetten dann drauf. Oder? Das war ja noch eine Idee. Oh Leute, ich hab ganz ehrlich, ich sag euch eine Sache. Ich freue mich so unnormal auf Sonntag. Also, damit ihr relaten könnt, ist es jetzt gerade Mittwoch, der 27.3. Ja, ich habe ein bisschen vorproduziert. Also, na, für die meisten von euch habe ich vorproduziert. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt einfach mal Bock, wirklich am Sonntag, also jetzt kommenden Sonntag, ist das Osterwochenende, wisst ihr? Ich habe Freitag frei, ich habe Montag frei. Das heißt, ich kann halt super viel Stuff machen und mir wirklich mal so einen gesamten Tag einfach nehmen für Gothic. Und darauf habe ich so Bock. Das ist ja wirklich was ich gerne immer machen würde. Ich sag's euch immer wieder. Ich finde das Schwierigste an einem Blind Let's Play oder eine zusätzliche Schwierigkeit an generell jedem Let's Play, aber vor allem an einem Blind Let's Play, finde ich, ist die Tatsache, wenn man einfach irgendwie 2-3 Mal die Woche zockt und nicht öfters. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann auch nie sonderlich lang. So. Das ist hart. Ich merke das schon selbst. Wisst ihr, wie ich meine? Klar, ich denke, die meisten unter euch sind absolute Veteranen so, ne? Ihr wisst Bescheid, ihr habt es euch schon oft vielleicht als Let's Play angeguckt, ihr habt selbst schon 1000 Mal gespielt, Mods drin gehabt, Mods draußen gehabt, was weiß ich. Es gelebt, ne? Könnte man sagen. Dass euch da Dinge auffallen, die ich komisch mache oder bei denen ich eine Weile brauche, um das zu checken, das ist ja vollkommen klar, ne? Aber darüber hinaus würde ich euch noch in die Richtung recht geben, dass ich schon behaupten würde, dass so Sachen wie Namen, wer verkauft was, wo war er oder sie nochmal? Das dauert einfach ein bisschen länger, wenn man nicht so krass regelmäßig zockt. Na, würde ich hier irgendwie immer 10-Stunden-Sessions durchziehen, dann wären diese Sessions natürlich weit konsistenter untereinander. Na, wenn ich noch genau wüsste, ah ja, wir waren vorher ja erst da. Hier ist stellenweise, das sind Sachen, die sind schon wieder 2-3 Wochen her. Wisst ihr, wie ich meine? Wo ich irgendwie bei dem über einen Schluck Wasser geredet habe. Hey. Manchmal schwierig, sich das zu merken. So, mit wem hatten wir zuletzt geredet? Soll einer von beiden gewesen sein, hier. Dein Bruder sagt, ja, sowas dachte ich mir. Dein Bruder erzählt etwas Ähnliches. Aha, was denn genau? Dass er auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause. Sag ihm, er soll mal nicht so aufschneiden. Sag ihm, ich rede nicht mehr mit ihm. Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Was?
Er wagt es tatsächlich, sowas zu sagen? Ja, ja. Er soll bloß aufpassen, dass ich ihm nicht das Fell über die Ohren ziehe. Geh hin und sag ihm das. Alles klar. Das wird ihm richtig Respekt einbläuen. Enem ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Okay, ja. Ist schon cool, ist schon cool. Ich verstehe schon. Ich muss wieder dahin und, na, nicht nur, weil das regelmäßig kommentiert wird, generell, versteht mich nicht falsch, ich bin noch lange nicht fertig in Corinnes. Ich werde in Corinnes nochmal mit allen labern, na, und nochmal alles labern, sobald ich das Gefühl habe, wir sind ein bisschen mehr in der Welt angekommen. Wir haben jetzt eine Lederrüstung, wir haben ein paar coole Ringe, wir haben diesen Gürtel, wir haben einen ganz coolen Bogen, wir haben einen Degen. Allmählich könnte ich mich mal so ein paar Sachen, na, ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Es ist nur immer, wenn ich viel Gold dabei habe und eine coole Waffe, gehe ich halt ungern irgendwelche Risiken ein, damit es dann wieder heißt, ah ja, P, jetzt ist das Gold und die Waffe weg. So, ja, well. Na, aber... Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Drecksker gibt nicht nach. Habe ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Ja, eben. Sag es ihm doch selbst. Das werde ich auch. Okay, das will ich sehen. Gibt es jetzt eine Schlägerei? Ah, da können wir looten, eventuell. Na... Hätte man es wahrscheinlich nicht am Abend hier machen sollen. Ah, Entschuldigung. Und danke. Sondern eher am tagsüber, wisst Bescheid, ne? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber dann können wir Egil früher Hast du nicht erreichen. Genug Schaden angerichtet? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Findest du? Ihr habt doch noch gar nicht miteinander geredet. Mein Gott, ein Kampf. Mein Gott, ein Kampf. Mal gucken wir jetzt, hier der krassere ist, ne? Bis jetzt sieht's gut für einen Erim aus. Mit den Haken, ey. Uiuiui. Das könnte es entscheiden. Das könnte es entscheiden. Erim. Zeig sie ihm. Der Egil ist lowlife. Really? Wohin rennt er? Dich kriege ich noch! Enim, wie ist es? Huh. Ja, renn so schnell du kannst. Dich kriege ich noch. Und wo ist jetzt meine Fackel hin? Ist die ausge... Hä? Dich kriege ich noch. Ja, renn so schnell du kannst. Ja, stark, fast. Na, okay. Ja, bisschen in den Sand gesetzt. Naja, was will man machen? Ne? Ja, renn so schnell du kannst. Ja, ich renn ja schon. Dich kriege ich noch. So, du warst das hier, ne? Randolph, du wolltest doch mal wieder ein bisschen bechern. Darf ich jetzt nicht mit dir reden, weil die da kämpfen? Seid ihr jetzt alle von dem Kampf abgelenkt und ich darf nicht mit euch reden? Ich hab auch ein Händchen dafür, oder? Ich hab auch wirklich ein Händchen dafür, es immer wieder zu schaffen. Ich zerblas eure Skripte. Ist mir doch egal. Kein Skript, das es gibt, ist vor mir sicher. Ich zerbombe. Dich kriege ich noch! Ja, ja, holt euch mal hier. Oh? Oh ja, warm? Oh, ja? Ja? Jetzt aber, Leute. Jetzt. Nein, bitte nicht. Ja? Ja? Komm, ich schieb dich ein bisschen an. Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst hier, ne? Ja... Ja, Jungs. Wie machen wir das jetzt? Oh, ich bin gerade mega am Überlegen. Wisst ihr, es gibt meiner Meinung nach zwei Optionen. Neu laden, alles nochmal neu zocken. Oder jetzt speichern und hoffen, dass wenn ich diesen Save neu lade, dass dann alles cool ist. Wir könnten ja mal, ne? Speichern mal auf einem P5. Und laden den geschwind neu, aber... Ne? Oh. Ja, komm, rutsch nochmal so rum irgendwie. Ja, ich kann die halt gar nicht moven, gell? Ja, das ist ein bisschen blöd. Habe ich einen Zauber, mit dem ich die, vielleicht so ein bisschen... So ein kleiner Feuersturm oder so? Mittlere Wunden, Licht, nee, das bringt uns nix. Vergessen.
Wenn einer jetzt vergessen würde, was da abgeht, würde er wieder an seinen Platz laufen und der andere prügelt dann auf ihn ein, oder? Ach, Jungs. Oh, ja! Ja? Ja? Na also. Jetzt aber hier, oder? Genau. Ja, Leute? Wie sieht's aus, ne? Wer entscheidet das? Wer entscheidet das für sich? Oh, Egi könnte jeden Moment down sein. Das sind die Crits stellenweise, ne? Die es dann auch gerne mal entscheiden. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Chill, ich will den auch looten. Nichts zu holen. Komplett leer gemacht und die Sichel mitgenommen. Deine. Ja, das lief doch gut. So, und wie ist es jetzt? Kann ich mit dir ein klärendes Gespräch führen? Warte mal. Willst du noch mehr Ärger anzetteln? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ja, na, also, witziges Gimmick. Ein bisschen schade an der Geschichte finde ich, dass ich jetzt so ein bisschen der Depp bin. Aber naja, ist wie es ist. Hier, guck mal. Ah, du willst nicht mehr mit mir reden, Randolph. Schade, ich dachte, man könnte dich jetzt für die Wette vorschlagen vielleicht. War das denn er? Das war schon er, oder? Oder war das hier jemand anders? Das war doch nicht der Akil selbst, war das nicht, ne? Nee, Quatsch. Okay, vielleicht muss ich dann einfach mal gegen den antreten, oder? Weil ich meine, jetzt können ja auch wir ihn unter den Tisch saufen. Müssen ja nicht zwangsläufig auf jemanden wetten. Wir können ja in dem Sinne auch einfach auf uns selbst wetten, oder? Okay, brennt die Fackel aus? Oder geht die einfach weg? Weil jetzt haben wir wieder 18. Wir hatten, glaube ich, auch vorher noch 18, oder? Also, die verschwindet einfach nach einer gewissen Zeit, kann es sein? Aber sie ist dann nicht verbraucht, sondern muss sie einfach wieder neu equippen. Naja, it is what it is. Ja. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, wir können jetzt entweder nochmal zur Taverne gehen. Das ist halt die Frage. Der Dude ist halt vorher gegangen, ne? Das macht mich jetzt gerade ein bisschen stutzig. Wenn ich jetzt da hingehe und er ist nicht da, ist ein bisschen schade. Aber wenn er da ist, dann könnten wir vielleicht direkt mal gegen ihn bechern. Das wäre schon cool. Würde ich schon gerne mitnehmen. So ist es nicht. Genauso wie ich nachher meinen Lavendel mitnehme. Na, der wird ordentlich eingepflanzt. Ich habe einen richtig mächtigen Topf an Start geholt. Da wird er eingepflanzt, dass sich die Balken biegen. Uiuiui. Ui. Also ich muss ehrlich sagen, na, die Geschichte mit den beiden Jungs jetzt hier fand ich ein bisschen schade. Warum sind wir denn jetzt daran schuld? Ich meine, ist doch erstmal gut, dass dieses untereinander klären und nicht über, na, eine außenstehende Partei, namentlich uns. Das ist doch eigentlich cool, das sollten die uns doch danken. Und auf einmal haben die hier zum Rattenfänger umgeschult und sind komplett angepisst. Kannst du eh nichts dran ändern. Okay. Habe ich das echt? Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Wer soll es sein? Randolph. Ihm muss ich das sagen. Randolph, der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knilch zu mir und der Deal steht. Spätestens 2 Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und er steht dann wieder. Wie hoch ist dein Einsatz? Das habe ich früher auch immer gesagt. Das ist doch lange bekannt. Ja, 100, oder? Wir haben gar nichts. Das will doch keiner wissen. 100. Das höre ich gerne. Also mir geht es besser. Ich könnte mir so etwas nicht... Ja, erinnern. Oder? Ich nehme deinen Einsatz an mich. Und verwahre ihn so lange, bis der Wettkampf vorbei ist, klar? Ich habe doch gar keine 100, oder? Ah, hier hast du meinen Einsatz. Das regeln wir jetzt. Ja, perfekt. Wir müssen ja erstmal 100 klar machen. Ja, wir haben 100. Perfekt. Ja, wir gehen da all in, oder? Ich meine, wir haben es ja manipuliert. Dann gibt's ja eigentlich auch kein Risiko, oder? Hier hast du meinen Einsatz. Alles klar. Lass dir nicht zu viel Zeit, Randolph hierher zu bringen, hörst du? Ja, ich hole ihn direkt, ich hole ihn direkt. Ich will jetzt schon wissen, ob ich hier jetzt gerade komplett reinkacke oder ob sich das wenigstens ein bisschen lohnt. Ah, hier geht's zum Kloster und da zum Großbauer. Der 3-Meter-Mann. Oh, da unten noch der Schrein, Kloster. Oh, wir haben noch so viel zu tun. Ich hab so Bock drauf. Ich sag's euch, ich freue mich so auf Sonntag. Ich werde morgens aufstehen, nochmal irgendwie gucken, wie es mit der Steuerung und so ist. Obwohl, stimmt nicht ganz. Ich werde mittags irgendwo aufstehen. Wir haben am Samstagabend Besuch und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vormittag
keine Zeit habe, weil der Besuch halt auch über Nacht da ist, so, ne? Aber dann den ganzen Mittag, mittags erstmal gucken, Steuerung, so ein Stündchen, bisschen testen, ne? Bisschen offscreen testen einfach, bisschen reinkommen. Weil wenn ich sie nochmal ändere jetzt, dann wäre ich schon gerne zumindest auf einem ähnlichen Level wieder, ne? Das werde ich aber wie gesagt offscreen machen. Ja, vielleicht dann einfach bei einem älteren Speicherstand jetzt von hier nochmal oder so, dass ich nicht irgendwie mich währenddessen selbst spoiler beim Testen. Das wäre natürlich auch Quatsch. Und danach werde ich, was weiß ich, 3, 4, vielleicht 5 Episoden aufnehmen. Vielleicht 6. Wer weiß, wie die Sterne am Sonntag stehen. Ich glaube, die stehen dann zu meinen Gunsten. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, das war super dumm, hier rumzurennen, oder? Naja, ist jetzt ja egal. Randolph, der Aufschneider. Pennt er jetzt mittlerweile auch drin oder steht er immer noch draußen cool rum? Es wird sich gleich zeigen. Muss ich aber ehrlich sagen, Randolph hat uns ja gesagt, yo, regel das mit der Kiste und so. Aber für mich klang Randolph bis jetzt noch nicht so, als hätte er gesagt, ja, sag dem Junge Bescheid, ich trete gegen ihn an. Er hat ja gesagt, ey, wenn halt jemand diese Dinge regeln würde, dann könnte man gegen ihn gewinnen, oder? Mehr hat er doch nicht gesagt. Deswegen, ich fand es gerade ein bisschen unintuitiv, dass wir uns nochmal bei... Er ist irgendwas R-U-K, oder? Ruckart, Rakurt, der Dude an der Bar halt. Dass wir uns bei dem nochmal melden sollten. Ich hätte echt eher damit gerechnet, dass wir es Randolph sagen müssen, aber naja. Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? 10 Goldmünzen. Verdammt. Ah, die habe ich noch genau, oder? Die habe ich noch genau. Ich gebe dir das Geld für den Wettkampf. Und jetzt gegen haben wir Ruckart. Wirklich? Besten Dank. Ich werde es dir bald zurückzahlen. Wenn ich gewinne, lege ich sogar noch was drauf. Wir sehen uns. Geht er direkt los? In der Geschwindigkeit. Okay. Okay, das ist natürlich... Uiuiui, ne? Der ist ja übermorgen noch nicht da. Wenn er wenigstens joggen würde. Ja, kann man jetzt nichts machen, oder? Kann man jetzt leider gar nichts machen. Müssten wir uns was überlegen, was wir in der Zwischenzeit tun könnten. Ja, na, das ist jetzt die Schwierigkeit. Wir könnten wegen mir durchaus nochmal nach Corinnes rein und vielleicht nochmal ein bisschen nach diesem Ring-Dude Ausschau halten. Ich meine, selbst wenn es nur EP gibt, wäre es ja schon cool. Und dann, aber ich will es eigentlich an der Taverne echt nicht verpassen, weil es halt super viel Geld ist, ne? Außerdem würde ich auch gerne ein bisschen zugucken, wie das so läuft. Wir könnten da schon mal hin und in der Nähe ein bisschen looten. Aber dann hier nicht lang, das ist... Will er jetzt da lang? Bitte nicht. Ich hoffe ihn, er geht runter und dann... Oh, nee. Okay, wisst ihr was? Wir machen das anders. Weil ich gerade Schiss hab... Randolph, wo willst du denn lang? Bitte nicht. Ja, das hatte ich nämlich leider befürchtet. Er geht straight zu den Banditen. Das heißt, ich gehe hier so weit weg wie möglich. In der Hoffnung, dass die Stelle da hinten nicht gerechnet wird in Bezug von, ja, Randolph wird von den Banditen verprügelt, ne? Wir wollen ja nicht, dass das passiert. Vielleicht hätte ich die erst wegmachen müssen. Oh Mann, kann er nicht unten lang gehen, der Junge? Oh nee, hoffentlich wird er da jetzt nicht gottlos aufgemischt. Wir sind dann schuld und ich krieg die 100 Euro nicht. Uiuiui. Oh, hab ich gerade Euro gesagt? Ja, ja, die 100 Euro, Alter. Wo ist meine 100 Euro? Oh Mann. Alter, das wär's jetzt. Das wär's jetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht nur ne Sache der Möglichkeit ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er da jetzt aufs Fressbrett bekommt. Und ich das dann ausbade letzten Endes. Leider kann ich mir das irgendwie sehr gut vorstellen. Naja, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir hauen uns in Corinnes irgendwo aufs Ohr, oder? Und dann würde ich ganz gerne mal testen, ob wir einfach so schmieden können. Oder ob wir dafür einen Skill brauchen. Und wenn wir schmieden können, reicht dann das, was ich gekauft habe. Was war das nochmal? Rohstahl, Roheisen, ihr wisst, was ich meine. Halt irgend so ein Rohling, oder? Reicht der? Oder brauche ich dann noch einen Holzgriff? Eine Parierstange? Irgendwas? Ihr wisst, was ich meine, oder? Oh, guck mal, in der Bar sind richtig viele Leute. Die frage ich alle.
So, Bürger. Regis, mit dir habe ich schon geredet. Bartok, mit dir habe ich schon geredet. Marc, mit dir schon mal geredet. Welche Marc bist du denn? Was du nicht sagst. Okay. Das hilft mir leider nicht. Gibt's bei dir was Neues? Nope. Okay. Yeah, well, ne? Mir fehlt irgendwie. Ich habe so einiges gehört. Der Anhaltspunkt in Bezug auf. So, kann ich ihn jetzt hier aufstehen lassen und mich dann selbst hinlegen? Ich glaube da. Der Arme. Ich habe die Fackel dabei behalten. Stark. War das nicht letztes Mal anders, dass sie da verschwunden ist? Also es wäre jetzt ja nicht wild gewesen, wir haben ja genug, ne, mittlerweile, aber... So, wo könnte ich denn schmieden? Am ehesten hier irgendwie, oder? Oder da hinten hinter der Mauer waren ja auch nochmal Schmiede. Wie schmiede ich was? Das wird gerade benutzt, hey, ja da. Hey, du! Hey! Kann ich dich da nicht irgendwie weglocken und das dann benutzen, Freundchen? Das wird gerade benutzt. Kann ich das hier benutzen? Womit denn? Ja, das ist natürlich klar. Ja, perfekt, perfekt. Und jetzt? Kriege ich irgendein Signal? Soll ich einfach mal weggehen? Was ist denn der nächste Schritt? Das hier. Womit denn? Ja, gell, womit denn? Ja, hier, safe. Wir machen es so, wie er es macht, ne? Als nächstes müssen wir zum Amboss. Dann können wir schon mal den zweiten ready machen. Ist der jetzt anders? Glühender Stahl. Und der bleibt wahrscheinlich auch glühend. Ja, dann machen wir jetzt nochmal einen glühenden Stahl. Und dann gehen wir danach an den Amboss, schlagen das dumm. Schrecken es ab. Na, also ins Wasser und dann schleifen, oder? Das wäre so die... Ja, ich will hier weg. Glüht er jetzt schon? Wahrscheinlich geht das auch eigentlich super schnell, ne? Ich denke mal nicht, dass ich eine Erzwaffe schmieden kann. Okay, ich kann gar nichts schmieden. Ja, well, das war eigentlich naheliegend, ne? Aber ich dachte, man kann es ja mal testen. Womit denn? Okay, also wir haben jetzt zweimal glühenden Stahl. Kann man machen, oder? dürfen wir bei irgendwem schmieden lernen? Sollen wir schmieden lernen? Nee, wir sollten nicht nochmal irgendwas lernen, oder? Das macht jetzt keinen Sinn, würde ich behaupten. Also bei bestem Willen nicht. Das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Wir lernen jetzt nicht nochmal was. Ich würde jetzt super gerne noch die Person finden, die auf den Ring reagiert. Und dann unseren guten Kumpel da unten ablöst. Das war doch klar. Rupert, wie sieht's bei dir aus? Ja, das scheinbar nicht, ne? Ich meine, die würden mich ja schon direkt ansprechen, oder? So von wegen, ey, crazy Ring. So wie der Typ halt in der Bar, oder? Also, wenn sie nicht direkt selbst was dazu sagen, dann hätten wir wenigstens eine Dialogoption in die Richtung. Anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir zum Beispiel bei jemandem sagen, zeig mir deine Ware und dann haut er raus so, oh, du hast ja den Ring und so, ne, Meldor? Ich glaube nicht. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das hier unten jemand ist. Ich glaube schon, dass das hier oben jemand ist, weil ich meine, es ist ja irgendwie eine Wache oder so, oder? Muss ja schon jemand sein, der, keine Ahnung, Rang und Namen hat. Oder? Könnte auch sein, dass ich komplett auf dem Holzweg bin einfach. Du? Ja, nee, als ob halt auch jemand Namenloses über den Ring Bescheid weiß, ne? Kann natürlich nicht sein. Bartok? Mit dir hatte ich auch schon gesprochen, ne? Ja, ja, das ist crazy. Rangar und Ulf habe ich auch schon gesprochen. Dem Herold habe ich noch nicht gesprochen, aber der wird es wohl kaum sein, ne? Herold... Stör mich nicht, ich bin im Dienst! Okay, komm mal runter, Alter. Du? Den sehe ich da irgendwie nicht. Nee. Ich will nichts über meine Zukunft wissen und, ne?
So, und hier ist das aber auch niemand. Hä? Wen übersehe ich denn? Ich gucke jetzt nochmal bei allen. Na, ja, genau, ich muss weiter. Ich muss von mir. Das ist dir doch eh egal, was ich mache, oder? Warum schaust du so skeptisch? Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Was? Du gehörst auch dazu. Was wäre? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden wird. Gut. In dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Verstehe. Verstehe. Okay, ich habe die Lieferung von Arkiel, könnten wir hier machen. Oder wir bringen die zu unserem Diebeskumpel. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Allerdings verscherzen wir es uns dann irgendwie ein bisschen mit jemandem, der so beim Ring des Wassers chillt, ne? Schwierig, schwierig. Obwohl er ja nicht wissen muss, dass wir das haben verschwinden lassen. Hört ihr, weiß Bewohner er ja erst, Corini, wenn er uns erwischt, oder? Auf ausdrückliche Anordnung. Er war das? Mit ihm habe ich noch nicht geredet gehabt seitdem? Alter, ich habe auch manchmal einen Dachschaden. Ich dachte halt irgendwie nicht, dass es jetzt ein Händler ist. Ich hätte eher gedacht, vielleicht irgendjemand bei der Stadtwache oder so. Na, aber wenn er sich darum kümmert, dass sich jemand darum kümmert, dann holt er jetzt vielleicht jemanden von... Kann ja sein, weil der irgendwie... Weil der Einfluss hat. Na, der Baltram. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Gehen wir jetzt nochmal zu Laris und sagen, Laris, ey... Wie sieht's aus? Will der dann direkt mit uns los? Weil wenn ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Oh Mann, warum ist dieses Spiel nur so... Es sind so viele Sachen miteinander verwoben. Das finde ich an und für sich eine super Sache. Aber es ist manchmal auch stressig. Was für Auswirkungen hat das auf Event XY, auf Person AB oder auf, Sache 1 oder 2? Oder auf einzelne Personen ist ja auch, also, ist ganz wild, aber jetzt gucken wir einfach mal. Ja. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Stark. Ich vermute, du kannst ihn gut brauchen, bis du deinen eigenen bekommst. Alles klar. Und jetzt könnten wir in dem Sinne, okay, lass uns gehen. Na? Da bin ich mir jetzt halt echt nicht sicher. Alles weiter. Von mir erfährt keiner was. Dann weiß ich nicht, ob ich nicht zuerst mit dem anderen Dude zum Kloster will. Obwohl, dann haben wir halt auch direkt, ne? Es ist schwierig. Ja, nee, komm. Oder ist das die Geschichte, die irgendjemand kommentiert hat mit dem Bug? Oh, ich habe zu viele Dinge im Kopf. Wie soll ich da eine Entscheidung treffen? Okay, wir chillen noch ein bisschen. Na, ich muss mir dann nachher noch mal ein paar Kommentare durchlesen. Hey, du. Ein paar tausend. Jack. Da wissen wir Bescheid, das ist erstmal Quatsch. Ja. Nee, wir gehen jetzt mit ihm los. Laris, komm. Hey, du. Los. Wenn da jetzt ein Bug passiert, ist es wie es ist. Na, jetzt kommt okay, danach, lass uns gehen. Nachzuschauen. Ich will wohin? Jetzt los. Ah, wohin? Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Ja, lass das mal machen. Safe. Zu Onas Hof will ich nämlich auch lass noch gar nicht. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Ich hoffe, das war dann jetzt die richtige Wahl. Folge mir. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das ist doch kein Geheimnis. Wir werden sehen. Wir kommen schon klar. Das wird schon klappen. Na, da bin ich guter Dinge. Und ich will auch noch unbedingt die Geschichte mit dem Hammerjunge regeln, ne? Wie hieß der nochmal? Irgendwas mit 2L war das doch, oder? Oder nicht? Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber ihr wisst, wen ich meine, ne? Das Gehämmer von diesen Typen macht mich fertig. Entspann dich. Und nimm mal eine Wurst, Bruder. Weiteren Wesen. Oh, ich hoffe, dass wir das auch noch mitbekommen. Müsste ja eigentlich auch Gothic 2 sein, oder? Ich gehe mal stark davon aus. Sagt's mir nicht, ne? Wir werden es dann schon sehen. Ja, wie sieht es jetzt aus, Laris? Wohin genau geht's denn jetzt? Gehen wir jetzt nach links oder nach rechts? Eher nach links, oder? Auch nach rechts, okay. Ja, da bin ich jetzt echt super gespannt. Oh, Leute, da bin ich jetzt echt super gespannt. Da bin ich jetzt echt richtig gespannt. Ein bisschen aus der Stadt rauskommen, wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen vorankommen auch. Ich meine, diese Laris-Geschichte, alles in allem hätte man easy in der ersten Episode regeln können, oder? War jetzt schon eine schwere Geburt, deswegen wollte ich jetzt auch einfach los, ne? Und jetzt weiß ich echt nicht mehr, ich glaube mir... Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen.
Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Ja. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Mhm. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalorn damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Alles klar. Dann lass das mal machen, oder? Ja. Weiter. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Safe. Ich finde seine Rüstung im Übrigen super cool. Ich mag diese aufgebauschten Ärmel. Im Übrigen, ne? Es gibt noch nicht kein neues Thumbnail, weil ich zu faul war. Im Gegenteil, ich bin verzweifelt. Und zwar ist es nicht so easy, beziehungsweise ich habe noch keine coole Methode gefunden, bei Gothic 2 lässige Screenshots zu machen. It ain't easy. Das wird sich aber auch am Sonntag dann klären. Und dann können wir mal ein paar neue Thumbnails machen, ne? Hier mal mit unserer Lederrüstung, das ist schon lange überfällig, würde ich behaupten. Ich denke aber auch, dass das den meisten außer mir ziemlich egal ist. Das ist wahrscheinlich eher ein Anspruch, den ich so an mich selbst habe, ne? Als dass es jetzt hier großartig irgendjemanden richtig interessiert. So, was? Noch nicht die neue Rüstung auf dem Thumbnail? Das geht ja gar nicht hier. Naja. Oh ja, ich freue mich so, Leute. Auf Sonntag habe ich so Bock. Ich habe zwar gerade die ganze Zeit dieses nagende Gefühl. Was ist los? Geht's noch? Der Kerl da drüben hat Probleme mit Banditen. Das ist ja toll. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Hey, super schade, der arme Junge. Das könnten wir doch schnell regeln zusammen, oder, Laris? Ich hätte jetzt gedacht, du bist einer von den Guten, so, die sagen, hey, komm, der arme Mann. Na? Aber cool, dass es diese Option gibt hier. Dass es überhaupt angesprochen wird, das finde ich nice. Ja, na? Genau, ich, ganz kurz noch, ich habe ständig dieses nagende Gefühl, ich kann mich genau entsinnen, dass es mal diesen Kommentar gab, von wegen, wenn du die Wahl hast, dich da zwischen zwei Sachen zu entscheiden, entscheide dich für das eine, weil das andere sonst irgendwie ein stressiger Bug ist. Das hasse ich gerade. Also, na, es war in dem Fall sicher ein wichtiger und gut gemeinter Tipp, aber ich hasse es irgendwie, dass ich es jetzt weiß, aber nicht mehr genau weiß, welches das Richtige ist. Lass uns weitergehen. Oder eben bleib das Falsche dich hinter war. Mir. Naja, wird auf jeden Fall lustig, ne? Da bin ich guter Dinge. Lustig wird so oder so. Lustig war es bis jetzt noch immer. Wisst, wie es läuft. Verstehe. Na, eben. Nicht wahr, Hero? Oh, Laris auf Kollisionskurs? Da kriege ich jetzt aber die EP, oder? Wir bewegen uns ja noch zusammen. Stark, danke, Laris, Mann. Ist gar nichts für dich, ne? Mistvieh. Ola. Ah, nee, komm, wenn er weiter rennt, dann lieber. Ah, er hätte auf mich gewartet. Er würde warten. Ach komm, die kann ich auch alleine irgendwann verprügeln. Das ist jetzt echt nicht so wichtig. Wer hockt denn da? Ja, da müssen wir irgendwann auch mal noch vorbeischauen. Generell, wir müssen hier noch den ganzen Weg hoch und runter looten, aber jetzt gucken wir erstmal, wohin der Laris mit uns will, ne? Ah, Alter. Die Flöte, das Game, die Pflanzen. Ich hab da so Bock drauf, Leute. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Am Sonntag werde ich hier so versumpfen. Na, ich hab da so Lust drauf. Und Montag mache ich genau das Gleiche, nur mit Kenshi. Hat auch in letzter Zeit, ich hab so Bock, aber dieses Gefühl, nicht so viel Zeit zu haben, das killt mich gerade in letzter Zeit ein bisschen. Das wird aber besser. Na? Mir geht's vor allem noch um mein Management, sag ich auch. Mein persönliches Zeitmanagement, das wird sicher auch noch besser. Wölfe geben hier weniger EP als Scavenger. Ein Mistvieh weniger. Oh, guck mal, und wir können die Felle looten. Wie geil ist es bitte? Jetzt gehst du wieder auf deine Ausgangsroute und dann weiter. Ja, das ist sehr klug. Wir alle schon wissen, wieder eins von diesen Biestern. Dass es ansonsten auch gerne mal komplett schief laufen kann mit so NPCs, ne? Stark, Laris. Du kümmerst dich, ich loote, ne? So wie wir es immer gemacht haben.
schweren Ast darf ich looten, aber nicht die Goblins. Warte mal. Na, das wollte ich nicht machen. Ja. Ja, eben. Lass uns weitergehen. Ich wollte dich nicht ansprechen, Bleib dicht hinter mir. Verzeihung, ja, alles gut. Hä, jetzt darf ich sie looten. Okay, ja, dann chill mal noch kurz, lieber Laris, ne? Nichts zu holen. Easy. Oh, und ich habe anscheinend neulich noch irgendwo einen speziellen Fisch mitgenommen, ne? Ich wollte aber das hatte ich hier, das steht im Übrigen noch auf meiner Liste hier, mein Inventar mal komplett durchchecken, was wir eigentlich so alles da haben. Bisschen Bestandsaufnahme machen. Nicht schlapp. Na, alles gut. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Alles klar. Ich wollte auf jeden Fall mal eine Bestandsaufnahme machen. Einfach mal gucken, was wir so alles haben. Da oben sind noch mal ein paar Sachen, aber wie gesagt, wir looten uns da noch mal komplett durch, wenn wir ein bisschen unabhängiger unterwegs sind. Oh, Junge. Direkt noch ein paar Wurzel. Die sehen irgendwie schon ein bisschen krasser aus als die gerade eben. Das sind aber die gleichen. Ja, ja. Ganz normale Würfel halt hier. Würden die denn ihr Ziel wechseln unter irgendwelchen Umständen? Wahrscheinlich, wenn ich sie anprügle, oder? Kommt, das ist gerade so in der Nähe vom Weg. Das kann man jetzt hier schon mal mitnehmen. Steintafeln. Seht ihr, wisst ihr, wie ich meine? Da habe ich so viele Sachen schon eingepackt. Anscheinend auch irgendwie irgendein Megafisch, was weiß ich, keine Ahnung, SpongeBob Schwammkopf höchst selbst oder so. Wir werden sehen. Alter, kam der da aus dem Eck raus? Mit dem habe ich null gerechnet. Das ist eine ganze Sippe. Ich glaub's ja nicht. Die tanzen auf dem rum. Alter Junge, die haben es einfach performt. Sprichwörtlich auf seiner Nase rumgetanzt, ne? Verrückt. Komplett verrückt. Sag mal, Laris, du bist auch nicht daran interessiert, Fuß in dieser Welt zu fassen, oder? Rennst ja an jedem Loot vorbei, den es gibt. Alter, Laris, ne? Ich habe noch nicht verstanden, wie es Game geht. Dem können wir mal ein paar Tipps geben. Hier liegt da drüben schon wieder eine Steintafel hier bei meinem Skalp. Ja, oder? Die habe ich jetzt gerade super entdeckt, ne? Nur leider habe ich das Gefühl, dass ich genauso super darin bin, sie bis zum nächsten Mal zu vergessen. Aber dann entdecke ich sie einfach nochmal, dann wird es schon klappen. Yo, die, Alter, 4, 5 Spruchrollen. Puh. Da wird's dringend Zeit für eine Bestandsaufnahme, Leute. Nächste Episode. Na, werden wir mal richtig gucken, was wir eigentlich alles haben. Was wir können. Oh, und dann schlagen wir so den Weg des Magiers ein, früher oder später. Ich hab da... Das war's mit dir, Mistvieh. Wieso war ich gerade kurz so schnell? Ich bin das eingebildet? Nee, oder? Bin kurz richtig vorgedasht. Habt ihr das gesehen? Werde ich verrückt? Was ist hier los? Was ist hier los? Hier ist ja auch ultra schön. Alter, hier so in dieser P-Community. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Mhm. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Jetzt bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass ich das Falsche gewählt habe. Bleib dicht hinter mir. Naja. Kann man nichts machen, ne? Kann man einfach nichts machen. So, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Nehmen noch ein paar Pilzilis mit. Sehr schön zu sehen, dass ich darin bestätigt wurde, dass die jetzt nicht sonderlich selten sind. Ach, und da loote ich mich später nochmal durch. Eieiei, der haut einem ja den ganzen Weg frei. Also wenn man das direkt zu Beginn macht, dann steigt man ja super easy auf, oder? Ich denke es mir jedes Mal, wenn ich jetzt ein zweites Playthrough machen würde, auch von Gothic 1, ich würde so durchziehen, so Sachen wie direkt am Anfang diese Höhle da mitzunehmen oder so, direkt vorm alten Lager, na? Ey, du bist direkt broken. Da ist eine scheiß Axt drin. Hä? Laris? Ah. Geht hier der Bug los? Oder ist einfach nur weitergerannt, diesmal ohne zu warten. Er rennt weiter ohne zu warten. Immerhin sehe ich ihn noch. Vielleicht kann ich ihn noch einholen. Oh, ich würde so ungern die Episode beenden, bevor wir... Ja, guck mal, da ist unser Homeboy doch, oder?
Ich höre hier irgendwo einen Rattenschläfer. Naja, werde ich schon noch früher oder später entdecken. Wird er gerade lauter, oder? Kannst du noch? Ja, ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Aber wie weit denn noch, lieber Laris? Alter, mach doch nicht ihn. Jo, was tut er mir hier nur an? Ich seh's schon, ich renn mitten in... nach Bagmanistan. Wir werden so in so einen katastrophalen Bug reingleiten. Ja, okay. Na, manchmal will ich halt looten, aber ich weiß schon. Wir werden den Weg eh noch ein paar Mal gehen. Wie riesig ist eigentlich die Welt schon wieder? Na, aber steckt er da jetzt fest? Das war's mit dir, Mistvieh. Kann man es jetzt auch looten oder wie sieht's hier aus? Darf man nicht? Okay. Ja, komm. Laris, wie sieht's aus? So, hier kann's gefährlich werden. Okay. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Ich gebe mir größte Mühe, ja. Sag mal, wir machen ja eine Weltreise. Wohin rennen wir denn? Regelt er das? Der regelt das lässig, ne? Ich hab das Gefühl, das ging mit Abstand am schnellsten bis jetzt, oder? Jo. Alter, ist das hier cool. Die darf man nicht looten. Schade. Na, wahrscheinlich kann ich da nichts looten, oder? So Zähne ziehen oder so, oder Krallen abmachen. Läuft halt noch nicht. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Ja, zweierlei kleine Probleme. Alter, ich habe ja übelst überzogen. Zweierlei kleine Probleme. Was habe ich gerade meine Lautstärke verändert? Ah, ich bin hier an das Wii gekommen. Nevermind. Zweierlei kleine Probleme. Zum einen... Laris, was ist noch mit dir? Zum einen glaube ich, dass das die Bug-Quest ist. Das ist ein bisschen blöd. Dann haben wir drei Probleme. Zum anderen müssen wir jetzt da zuerst rein. Und ich würde eigentlich gerne erstmal den Weg wieder zurück looten. Aber wir sollen uns mit dem Ornament nicht so viel rumbewegen. Und zum dritten... ist unser Wetteinsatz-Homeboy ja gerade in der Bar und leert sich die Hucke voll. Den sollten wir auch noch abholen, oder? Ich glaube wirklich, ich hab's maximal beschissen eingefädelt, oder? Wisst ihr was? Ich bin mir dessen sicher. Selber groß, ne? Baden wir jetzt auch aus. Kriegen wir schon hin, wird gut. Na, ab zum Saturas in der nächsten Episode, da sehe ich uns, das wird ein Hammer. Wir rennen da einfach durch. Gar kein Problem. Da sehe ich keine Probleme. In dem Sinne wünsche ich euch was. Lasst Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade. Oh Mann, war das eine wilde Episode. Scheiße. Du findest dich ja leicht abnehmen. Rede mit den Reden. Aber gib jedem nur einen Stecken. Ja, brauch kein Einhand. Brauch kein Zweihand. Brauch kein Kleinkram. Ich spiele kein Minecraft, zieh meine Runde mit Diego durch die alte Hood. Im alten Lager war das damals unser täglich Brot. Vergib uns heute, denn es gibt so viele Beute. Yo. Bin beliebt, treffe ständig neue Freunde. Yo. Neue Folge, yo. Wieder Gothic. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Abo, Iren, Hulu, Mulu, warum guckst du so viel YouTube? Abo, Iren, Hulu, Mulu, warum guckst du? YouTube. Ist meine Wurst, Bruder. 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 Willst du Schläge?
Er sofort damit auf! Sofort damit auf!